willkommen in dem neuen Video zu Holzherden. Hier ist wieder der Kaminhofberater. Es geht um die Frage, was ein Wasserschiff ist bei Holzherden. Ich kann es nicht zeigen, ich habe es leider nicht in der Ausstellung stehen, weil es nicht sehr oft gebaut wird mehr, aber es ist eine sehr alt verbreitete Variante, Warmwasserpermanent zu haben. Und zwar ist ein Wasserschiff nichts anderes als ein Anbau am Herd, meistens komplett integriert. Also man hat von außen erstmals keine große Sicht darauf, dass da irgendwo ein Wasserreservoir ist. Man hat da einen abnehmbaren Bottich, also einen Deckel, und in der Regel so zwischen 10 und 15 Liter Wasservorrat, die dadurch, neben dem Feuerraum immer angebracht, dadurch, dass eben das Feuer brennt, kriegt das Wasser seine Temperatur. Und ich habe dann immer schönes, heißes Wasser, um alles Mögliche damit zu machen. Das kommt natürlich aus alten Zeiten, wo ich jetzt nicht einfach warmes Wasser aus der Wand hatte. Daher kommt das und viele wollen es immer noch haben. Viele heißt, also muss ich mich korrigieren, im Verhältnis sind es wenige, aber es sind gefühlt immer noch eine Menge Leute mit steigender Zahl auch, die das wünschen. Und es ist eigentlich auch eine feine Sache. Das Einzige, was man zu bedenken hat, ist, das ist logischerweise gesagt, wir haben meistens sehr kalkhaltiges Wasser. Wenn ich das erwärme, habe ich dann wie im Tauchsieder quasi oder wie im Wasserkocher auch mal Aufgabe, das zu entkalken. Das ist aber das Einzige. Ansonsten ist das ein nettes Accessoire, kann man mitmachen, wenn der Platz da ist, weil so 20, 30 cm Platz braucht man dafür schon. Aber das ist das Wasserschiff. Der Wasserschiff, das Wasserschiff. Wenn es Fragen gibt, wenn ihr wissen wollt, ob es Sinn macht bei euch, dann fragt das, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und vergesst das Glockensymbol nicht, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal.